Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Qorbon Nations of the Ultra Core. Es dürfte jetzt wahrscheinlich die 100. Folge sein. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich zu Qorbon so viele Videos mache. Aber mir macht's Spaß. Weiterhin und mal schauen auf die nächsten 100 Folgen, Leute. Also es ist jetzt eben mein zweitgrößtes Projekt. Können wir hier alles mitnehmen? Ah, Moment. Das hier. Sag mal, die Wärmflasche. Reguläre Rüstungsflicken, das kann weg. Aha, jemand hat sich diesen Ring schon genommen. Okay. Federfüllung. Wo kommt denn Federfüllung her? Genau, das ist mein zweitgrößtes Projekt bisher. Also ich habe ja 180 Folgen zu Sims 4 Werwölfe aufgenommen. Und jetzt Qorbon, ja, scheint dem den Rang abzulaufen. So, okay. Wie angekündigt, werden wir jetzt erstmal hier einsortieren. Warte mal, dieses Rüstungsflickenzeug, das kann raus. Das braucht kein Mensch mehr. Okay, dann haben wir noch diese... Ne, warte... Hier, genau. Hier können wir die noch einsortieren. Pilze. Na, Federfüllung. Federfüllung, wo waren die nochmal? Die war hier hinten irgendwo, genau. Haben wir da nochmal Platz dafür? Hier sind halt schon jede Menge Federn drin. Ja, komm. Hauen wir die Federfüllung da rein. Okay, dann müssen wir nach oben. Die Sachen. Ja, jetzt wird es halt gerade wieder dunkel. Okay, Duke's Head. Hat schon wieder irgendeiner Duke's Head gesammelt. Dotnüsse hat auch einer gesammelt. Ich dachte, die Leute haben keine Lust auf Dotnüsse sammeln. Ja, Fleisch könnten wir halt gebrauchen. Okay. Dotnüsse müssen auch hier rein. Alles klar. Haben wir da eigentlich noch irgendwo... Ja, ja, wir haben noch Platz. Ach, die sind ja noch alle leer. Da können wir hier alles noch vollhauen mit Ruhbeeren. Was haben wir jetzt hier noch? Leuchtende Duke's Head. Okay. Getreide war noch dabei. Super, da hat jemand noch Getreide gesammelt. Klasse. Okay, dann haben wir noch Eisenbarren und Mondstein. So, wo könnten wir denn noch Eisenbahn rein? Ah ja, Eisenbahn haben wir Platz. Okay, super. Und Mondstein kommt hier rein. Sehr schön. Okay. Gut. Dann geht's jetzt hier in die Wälder. Und wir sammeln Chip Cups. So. Auf jeden Fall schon wieder sehr fleißig gewesen. Der letzten Folge mit den Ruhbeeren und dieses Mal, ja, wir brauchen nicht mehr viele Chip Cups, aber ich sammle die jetzt trotzdem noch und dann offscreen werde ich dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar Ruhbeeren sammeln, noch eine Runde, damit wir wirklich jede Menge davon haben. Genau, sowas, nehme mal das Schwert auf den Rücken, falls uns irgendwas annerven möchte. Ah, weißt du was, hier den. Das ist jetzt nur der eine. Ach, scheiß drauf. Oder, naja, es könnte ja was Gutes drin sein. Aber wisst ihr was, dann machen wir das so. Dann nehmen wir uns diesen Mondstein hier mit. Schauen wir mal, vielleicht ist ja da irgendwas Schönes drin. Und hinten auf den Feldern hinter Brückendorf, da sind ja auch noch zwei Vorkommen, die schnappen uns auch noch. Mond ist gerade... Mistvieh! Blödes Agro-Reh. Mann.
So, genau, Bärbel hat übrigens ihr Haus umgebaut. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Können wir uns auch nochmal schnell anschauen. Ja, schaut doch schön aus jetzt in Stein. Das hat was. Diese Kiste ist ein bisschen fragwürdig hier an der Wand drin. Aber okay. Das wird schon seinen Grund haben. Okay. Jetzt nehmen wir auch normale Glühwürmchen mit. Also diese grünen. Haben wir zwar auch schon einige, aber ja, warum nicht? So, ist da was anderes auch noch drin? Nein, nur Staub. Okay, also Mondschaltstaub. Besser wie Hausstaub. So. Ach, sie hat ja einen Balkon auch noch. Da ist ja auch noch was neu. Hui, von der Grundfläche her schon ganz schön groß. Mittlerweile ihr Haus. Da passt meins ja dreimal rein. Naja. So, dann gehen wir jetzt schon mal Richtung Wälder. In der Nacht werden wir dann noch mal ein paar Glühwürmchen sammeln. Vielleicht noch ein paar Leuchtpilze, schauen wir mal. Obwohl wir die nicht unbedingt brauchen. So. Einfach rüber über die Äcker. Und dann, achso, machen die Geräusche, die Drachen oder wie? Na, stopp. Da ist nochmal ein Glühwürmchen hier. Hier auch noch. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Achso, hier ist die Brücke, okay. Dann müssen wir hier runter. Ja, gut, nehmen wir schon mal Pilze mit. Dafür sind wir ja vor allem da. Ah, jetzt kommt wieder die unentspannte Musik. Ah, Moment, wir müssen noch das Räucherwerk benutzen. Ach, es wird hell. Okay. Na gut. Schauen wir mal. Dem schauen wir jetzt zu, bis er wieder verschwindet hier. Na, Pilz. Und plopp, weg ist er. Okay, nee, dann machen wir jetzt die Pilzfarmrunde. Unsere Route. Ja, noch 2 Wochen, dann ist Weihnachten, Leute. Ich glaube, bei euch müsste jetzt schon Weihnachten sein, ungefähr. Also der Zeitpunkt, in dem ich dieses Video freigebe. Alter, der Pilz, der leuchtet. Das ist so cool. Na, schön. Wieder schön Schwammerl suchen. So nennt man das bei uns in Bayern. Schwammerl suchen. Schauen wir mal, wie viele ich heute wieder übersehe. Okay, Plumpquats brauchen wir keine mehr.
Ja, und jeder Pilz hat so seinen festen Punkt, wo er immer wieder spawnt. Das ist... Ja. Das ist ein bisschen anders wie bei anderen Ressourcen. Die anderen Ressourcen tauchen an... Ja, schon in derselben Gegend auf, aber nicht an denselben Plätzen. Ja, doch eigentlich. Ich weiß nicht. Kohle? Kohle taucht schon immer an denselben Stellen auf. Und ab und zu mal woanders. Beutel. Pilzleber haben wir auch schon. Moment, hier waren auch immer welche hier an den Wegen. Ja, Sonne und Regen. Das ist so das Wetter. Nach Regen, es kommt Sonne. Das ist so das Wetter, das gut ist für Pilze. Da sprießen sie. Hallo, Nip. Ja, freut er sich, dass wir ihn begrüßt haben. Ein Kollege. Das erinnert mich an die eine Folge, wo ich in Corvorn die ganzen Händler synchronisiert habe. Da hat leider niemand was drauf geschrieben. Also ich war persönlich schon ein bisschen stolz auf die Folge. Ich fand, die ist mir schon gut gelungen. Und mir hat das echt Spaß gemacht, verschiedene Charaktere zu synchronisieren. Das war echt schön. Weiß nicht, ob wir sowas nochmal machen, aber da bräuchte man halt so ein bisschen Geschichte. Und das war halt so ein alternativer Weg für ein Rollenspiel. Mangels Mitspieler habe ich halt dann andere Charaktere verkörpert. Also die Händler, diese Rattenmenschen da zum Beispiel oder ein Chipling. Ach, das war schön. Hat richtig Spaß gemacht. So, ja, Kohle könnten wir auch noch mal ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, hier war auch noch mal eine, genau. So. Na? Hallo? So, Hardwood nehmen wir auch mit. So. Aber jetzt mal mehr nach Pilzen Ausschau halten. Yeah. Schwefel, her mit dir, nehmen wir auch mit. Brauchen wir überhaupt nicht mehr, aber vollkommen egal. Und außerdem könnten ja dann noch Opale oder Smaragde rauskommen. Opale wären schon klasse. Da schwimmen wir ja auch nicht unbedingt drin. So. Okay. Ja, ich habe jetzt schon auch ein paar Pilzrunden gemacht. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich da nicht mehr so viele gefunden habe. Ich weiß nicht. Bin ich unkonzentriert oder... Ich weiß auch nicht. Habe ich das Auge einfach für die Pilze verloren? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, es ist jetzt absolut nicht wichtig. Jetzt dürften wir die Kiste voll bekommen haben. Mit dem, was ich jetzt gesammelt habe. Aber wir brauchen sie einfach. Und da muss ich mal nachschauen, ob vielleicht noch mehr gesammelt wurde, um schon wieder Heiltränke zu craften. Ich weiß ja nicht, wie viel Atlanis und Darjin an Heiltränken so brauchen, wie gut die kämpfen. Ich habe keine Ahnung.
Also von Atlantis weiß ich, dass der eigentlich schon ein guter Kämpfer war und Darjin glaube ich auch. Also die kämpfen mit Sicherheit besser wie ich. Obwohl, also ich meine, seitdem ich mir die Daumentaste belegt habe mit dem Angriff, bin ich schon einigermaßen zufrieden mit meinen Kampfleistungen. Aber ich habe halt einfach keinen Bock. Das ist halt das. Bin ich hier? Was machst du so weit vorne hier? Oder bin ich einfach zu nah in eurem Gebiet? Ja. Ich werde es darüber jetzt auch kein Wort mehr verlieren, über das Thema kämpfen. Das ist es alles schon gesagt. Oder Europalerlein? Ja. Ah, so putzig. Also über die könnte ich ja nicht immer sprechen. Die sind einfach toll. Die sind richtig super. Ja, jetzt sammeln wir einfach ein bisschen gemütlich. So, dann könnten wir noch weiter nach oben schauen bei diesem besonderen Baum hier. Ja, also nicht wundern, wenn ich irgendwie alles übersehe. Aber momentan, ich weiß nicht, ich übersehe sehr viel. Aber solange es um nichts geht. Was haben wir hier? Wir haben halt auch schon ungewöhnliche Stiefel. Ah, hier sind auch noch mal einige. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier ein paar von diesen Kappen gibt. Nee, aber ein bisschen Schwefel. Weil Durst habe ich, das ist ja unfassbar. Oh, ein Saphir. Den werden wir auf jeden Fall mal behalten, obwohl da haben wir noch nicht viel. Okay, also auf jeden Fall ab sofort die ganzen Ressourcen aufsammeln. Ob wir sie brauchen oder nicht, da kommen gute Sachen dabei raus. Ja, die anderen können mich ja anfragen, wenn sie irgendwelche Ressourcen für Rezepte brauchen. Aber ich hätte gern zumindest diesen einen Saphir behalten. So. Gut. Das ist ja schon mein zweiter. Obwohl ich ja nicht so viel Schwefel sammeln momentan oder eigentlich gar nichts. Das ist heute ja mal wieder das erste Vorkommen, das ich abgebaut habe oder die ersten. Ah, die hatten wir schon. Genau, und ein bisschen Kram für meine privaten Kisten, das dürfte ja auch drin sein. Ich meine, ich habe so viel gesammelt in den letzten Monaten für die Allgemeinheit, für alle. Warte mal, hier war doch auch immer Kohle irgendwo. Naja, gut, scheiß drauf, scheiß auf Kohle. Ich weiß halt nicht, ob in Kohle auch irgendwas Besonderes rauskommt. Oder aus Eisen. So, wie viele Pilze haben wir denn schon? 2,5 Stapel. Ja, das ist doch nicht schlecht. Also ich habe mir heute ein Video angeschaut. Da habe ich in der Pilzrunde habe ich 4 Stapel rausbekommen. Bisschen mehr als hier 4 Stapel. So. Okay, haben wir wieder 12 Hardwood. Ich glaube, die Stapel, die ich dafür vorgesehen habe, die dürften jetzt auch langsam passen. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr so wirklich viel. Also, was heißt brauchen?
Das war halt am Anfang, wo wir das Spiel gestartet haben zusammen. Da war das wirklich eine sehr kostbare Ressource und wir haben uns wirklich über die ganzen Hardwood-Bäume gefreut, denn man hat die gebraucht, glaube ich, für die besseren Werkzeuge. Und das ist alles halt nicht mehr nötig. Und jetzt sammeln wir das Zeug und ja, brauchen es einfach nicht mehr. Aber ihr kennt ja den Spruch, lieber haben und nicht brauchen als andersrum. Also jetzt die abgekürzte Version. Das brauche ich euch andersrum nicht nochmal erzählen. Moment, hier war noch einer. Gut, sehr schön. Ah, ich werde langsam müde, Leute. Ich hatte einfach zu wenig Schlaf. Oh. Ein Blushbell. Heiltrank, okay. So, dann gehen wir jetzt hier auf die andere Seite von der Brücke. Nee, wir sind schon auf der anderen Seite von der Brücke, oder? Nee, da hinten kommt die Brücke. Ja, jetzt sammeln wir einfach noch Pilze, bis sie voll sind. Und alles andere, was wir noch so sehen. Ha, der bewacht schon einen Pilz. Okay, sehr schön. Lieber Oropala. Dankeschön fürs Aufzeigen. Okay. Dann geht's mal hier runter. So. Ah, noch ein Hardwoodbaum. Oh, das ist ja cool. Okay, da muss ich mal einen Screenshot machen. Das ist ja geil. Tolles Bild. So im Halbkreis die Pilze und der Hardwoodbaum in der Nähe. Das ist cool. Okay. Das ist jetzt der letzte Stapel hier. Okay. Ja, jetzt wird es eh gleich dunkel. Schauen wir nochmal, dass wir ein paar Pilze finden. Es ist aber echt sehr viel Unwetter momentan. Und Lampe, du könntest dich auch langsam mal einschalten. Ja. Na also. Alter. Was für ein Wetterchen. Aber ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja, gut. Es ist halt ein bisschen schwieriger, Pilze zu finden. Oh, Moment mal. Ja, du auf jeden Fall her mit dir. Ja, Pilzsporen fliegen raus. Leuchtender Blushbell kommt in meine Privatkiste. Meine privaten Vorräte haben wir auch noch nicht so viel. Ich weiß halt auch nicht, für was die zu gebrauchen sind momentan. Keine Ahnung. Ha. Schon stimmungsvoll. Diese Gewitterbeleuchtung. Wahnsinn. So, jetzt schauen wir mal darauf. Wahnsinn.
Also es ist echt gut gemacht, das Gewitter. Kann man gar nichts sagen. Uah, nicht da runterfallen. Hm, da war ein Blitz. Ja, ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Naja, doch, da ist wieder einer. Aber halt nicht so wirklich regelmäßig. Aha. Ja, komm, schauen wir darüber. Und mal schauen, ob die Pilze am Anfang schon wieder da sind. Genau hier in diesem Anfangswald. Vielleicht sind die schon wieder da, vielleicht auch nicht. Ne, sind noch nicht wieder da. Okay. Dann ist es egal. Dann gehen wir jetzt zurück. Dann wird es halt diesmal ein bisschen kürzere Folge. Aber ich denke mal, ihr stimmt mir zu. Hauptsache, wir machen wieder Folgen, oder Leute? Also Rimni und ich. Ja. Wir zwei Rimniers. Gut, passt. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben fast 4 Stapel, das reicht ganz locker. Gut, schön. Ah, ein befriedigendes Gefühl, wenn man Kisten voll macht. Das ist richtig super. Dann können wir nochmal durchschauen bei Rubern und bei Chip Cups, ob da jemand noch mehr gesammelt und nachgecraftet hat. So Heiltränke und so. Aber ich glaube, gestern habe ich geschaut, da war nichts. So, genau. Da hat er rausgenommen. Okay, passt. Passt. Okay, dann haben wir hier 4 Kisten. Nee. Nee. Aber hier haben ein paar gefehlt. Genau. Okay. Und die restlichen, die können wir jetzt hier dazu schmeißen. Ja, wunderbar. Klasse, Leute. Haben wir gut gemacht. Dämmerung, Azurblau. Okay, dann haben wir hier ein Harz. Ein feines Harz. Einen Blushbell. So, Moment. Ah, die anderen, die Kappen, der bleibt hier, der kommt zu uns rüber. Dann haben wir hier einmal Pilzleder. Pilzleder, nee, Pilzleder war oben. So. Okay, Hardwood. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn hiervon schon? Oh ja. Das tauschen wir mal um. Ja, Sie seht ja, wie viel wir davon haben. Dornholz. Und ja, Alienwood jetzt nicht so, aber ich weiß, Atlantis hat noch einen Vorrat. Ich habe noch ein 100er Stack von Alienwood. Das passt auf jeden Fall. Okay. So, dann bringen wir den einen Heiltrank weg. Und das andere kommt hier rein. So, genau, wir haben jetzt hier... Aber wisst ihr was? Ich klaue mir mal einen Rubin. Die hätte ich gerne bei mir. Ich weiß, den habe ich nicht gesammelt, aber einen hätte ich gerne. Einen Rubin, einen Saphir. Das ist super. Ich glaube, das können die anderen verschmerzen. Wenn ich mir da einen für meine privaten Kisten rausnehme. Und zwar dann mal...
Hier haben wir noch Platz. Okay, Smaragde. Gut, brauchen wir noch Kohle und Schwefel. Schauen wir mal. Ja, ich überklick die jetzt einfach mal. Schwefel ist halt auch voll. Und wir haben irgendwo noch Gemischtkisten. Ich muss mich hier in diesem Lager auch erstmal auskennen. Ah, warte mal. Hier haben wir Kohle, hier haben wir Schwefel. Ach, irgendwo Platz für Kohle hier. Okay, alles klar. Moment mal, dann nehmen wir hier die eine Kohle wieder raus. Und hauen das da rein. Moment. Das machen wir ein bisschen so. Hier können wir Schwefel reinhauen. Du kommst auch nochmal her. Ja, ihr kennt mich. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das mache ich sehr gern. Einfach, dass alles beisammen ist, dass Kisten voll sind und andere angefangen, dass man das sofort auf einen Blick sieht. Aha, hier ist alles, sind alle Stapel auf Maximum. Wir brauchen einen anderen. So, jetzt schauen wir nochmal bei uns darauf, wo wir die Sachen hier... Also hier ist voll. Genau, der Pilz kommt hier rein. Hier ist auch voll. Ah, genau, ich wollte euch noch das Schwert zeigen. Zeige ich euch mal das Schwert. So schaut es aus, das gute Stück. Ist echt hübsch. Ist wirklich hübsch, dieses Teil. Ja, so schaut es aus. Eine schöne gerade Klinge mit diesem einen Loch da. Schaut richtig klasse aus. Aber ihr seht schon von den Werten, 328 gegen 377. Also, es rentiert sich halt nicht. So, rein damit. Und hier haben wir Platz. Ja, super, perfekt. Hier haben wir Platz für zwei Edelsteine. Und das reicht auch. Ein Rubin und ein Saphir. Perfekt. Okay, Leute. Dann wünsche ich euch schon mal was. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr mich weiterhin begleitet bei Coreborn. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao und Servus.